Ich habe irgendwie, Weiger macht mir so Bock aktuell, keine Ahnung. Aber ich glaube, Weiger macht nicht so Bock, wenn du super hinterherfällst, oder? Ich glaube, dann ist Weiger nicht so cool. Findest du Fiora null dominant? Fiora ist einer der besten Champs, die du spielen kannst aktuell. Sehr, sehr dominant. Ich denke, da machst du was falsch. Was macht denn die? Was macht denn die Xayah da Bottom? Der hat's nicht verstanden. Die Botlane. Die Xayah. Die Xayah, ey. Einfach Botlane gerannt. Ach, Quatsch. Auch schon Diamond-Spieler gab, die sehr, sehr solide waren hier. Die können ja nichts dafür, ne? Die können leider alle nichts dafür, dass sie in dieser Elo sind. So. Der Morgana-Magieschild ist halt ein bisschen ekelhaft gegen uns. Ja gut, vor zwei Patches genervt, aber seitdem ist Fiora trotzdem immer noch, vor allem auch in hoher Elo, extrem stark. Ich ignoriere die Morgana einfach. Bin leider dead, aber ich habe das First Blood geholt. Und Morgana hat ihren Flash raus, ne? Okay, Morgana Flash raus und ich habe das First Blood. Oh. Die hat kein Flash. Okay, der hat sie mal weggenockt. In der Mitte. Oh, das ist sehr gut für uns. Wie läuft das? 1-1 haben wir. Ein AFK-Lag heute gehabt bisher. Und ansonsten 1-1. Ganz okay. Ah, das reicht nicht, ne? Ich habe. Aber dann kann ich die hier mitholen jetzt. Hopp. Also, solider Tag bisher. Ignite auch raus, ja. Morgana hat auch Ignite raus, ja. Aber Flash ist wichtiger als Information für den Jungler. Aber ich hoffe nicht, dass der Yasuo gleich flamed in AFK geht. Das ist so eine. Das ist gerade so eine Situation. Weil der Yasuo einmal gestorben ist, einmal gegankt wurde. In solchen Momenten ist es oft so, dass die Leute dann sagen: Oh mein Gott, mein Jungler ist so doof, ich gehe AFK. Achso, da, das habe ich gesehen. Funktionieren Nasus Jungle? Funktionieren auf jeden Fall. Aber ich glaube, obwohl, ich habe ja gesagt, die meisten Leute, die du Jungle spielen kannst und auf der Lane sind wahrscheinlich besser im Jungle. Ich glaube, da ist Nasus eine Ausnahme. Sehr gut. Guck mal, die will wieder in die Base gehen. Aber diesmal kommt sie weg. Ah, sie schafft's. Bei Nasus braucht er die Stacks, ne? Und ich glaube, im Jungle kannst du nicht so effektiv farmen. So, kurz Basis gehen hier. Hallo, King Lüger. Sie da nicht eigentlich Magieschild gegen? Ich glaube, sie hat's nicht gecheckt. Der Jax hat den Jung, den Ding angefangen. Huch, wo gingen die denn alle hin? Die hat Magieschild raus auf jeden Fall. Wenn sie ein bisschen Schaden macht, flash ich ran für Ultimate. Ich habe gar kein Ulti gebraucht, lol. Ich hätte keine Ulti gebraucht.
Mach die weg. Nein. Die hatte noch Ultimate. Nice. Sehr, sehr gut. So. Das war ein bisschen dumm. Ich hatte gar kein Ulti gebraucht für die Morgana. Die Frage ist, nehme ich erstmal kurz noch einen Cage mit? Ich glaube, ich gehe auf die W. Ich hätte die Ulti gar nicht gebraucht. Ich habe... das ist ein Phantom Dancer Yasuo. Das ist ja interessant. Der spielt noch in Season 1 anscheinend. Der spielt noch in Season 1, der Gute. Da ist der Jax, aber ich kann da gerade nicht zur Krabbe hin, ne? Nein, ich hab ihn... Oh mein Gott. Okay, Jax ist dran. Ich muss aber noch einmal in die Mitte pushen. Haben wir ihn? Ja, und einen Kill habe ich auch noch geholt. Dann rennen wir mal da runter. Nee, ich gehe Mitte. Kill mitgenommen und den Dings. Ich will Mitte reinpushen. Ja, hier ist eine Plate, die ich haben will. Sorry. Weiger macht halt so viel Tower Damage, weil du so viele Skalierungen bekommst mit dem AP. Ist echt krass irgendwie. Oh, oh Junge. Oh, der Damage. Ne, nee, bei der zweiten geht der Damage nicht runter, aber wenn der die zweite Fähigkeit mehr Schaden macht bei Veigar, dann hast du die Möglichkeit öfter mal, dass du vielleicht wirklich mal einen Mob tötest. Können wir dann noch jemanden holen? Ich weiß nicht. Nein, er hat meinen Skill genommen. Wie läuft sie in Stunt? Keine Ahnung. Das kann ich dir nicht beantworten. Die hatte normalerweise auch Magieschild dagegen, ne, muss man sagen. Gegen sowas hast du ja normalerweise auch Magieschild. Nein, Xayah macht das gut. Ich glaube, meine W hat nicht getroffen, oder? Ich glaube, meine W hat gerade nicht getroffen. Habe ich da keinen Kill bekommen? Da ist die Morgana. Da Proto bell ich raus aus ihrer Ultimate. Okay, Yasuo ist mit auf der Top, alles klar. Nice, er hat geflasht. Sehr gut. Das sollte der Tower jetzt sein für uns, ne? Der Yasuo, was macht der? Kriegt er den? Bin in den Root gelaufen. Eigentlich will ich hier weg, ehrlich gesagt. Ich habe so wenig HP, eigentlich will ich hier ganz schnell weg. Ich hab's noch stunnen können. Aber er ist trotzdem dead. Da ist die. Ich muss mir die Frucht holen, bevor ich da nochmal hingehe. Weil irgendwo ist da ist der Jax auch noch, ne? I'm dead. Help me! Bap. Da wollte ich weggesnappen. Ich hatte aber auch 5000 Gold in der Tasche. Waren das 5000 Gold? Also hatte ich gerade wirklich 5000 Gold in der Tasche. Oh, das war vielleicht ein bisschen too much für Evelyn. Oh nice, er hat den Cage daneben gehauen. Waren das 5000? Ich glaube, ich hatte 5000 Gold. Vor dem Kill 4000. Ja, okay, dann damit 5000 fast. Hallo Archer, wie geht's? Und wir haben 100 Stacks. Haben unser Rabadons. Junge, wir machen jetzt so viel Schaden, ne? 4600, ja. Irgendwie in dem Dreh. Ich runde dann mal auf, wisst ihr? Ich runde dann auf. Am Ende wird dann mein Plan die Riven one-shotten. Riven one-shotten wird meine Aufgabe hier.
Ich habe einfach gehört mit deinem Gold hier. Ne, Charge Rate gibt es glaube ich auf dem PC nicht. Ja, so ist nochmal tot, leider. Lol, ich hätte einfach nur ein Ignite gebraucht, gar nicht mehr die Ultimate. Habt ihr es gesehen? Die wäre fast auch ohne Ultimate gestorben. Die Morgana wäre eigentlich einfach nur mit WQ. Hätte gereicht fast. Upsi. Egal. Aua. Oh lol, sie hat den Falschen gesniped. Na gut, dann gehen wir auch mal Base hier. Die Frage ist, was machen wir mit dem Herald, hä? Ich frag mal nach, die Evelyn weiß es bestimmt. Herald, where? Ich frag mal die Evelyn, vielleicht sagt sie es mir. Okay, wahrscheinlich Botlane, wenn der Cloud spawnt oder so. Don't know. Okay, die Evelyn weiß es auch nicht. Sehr gut. Ich dachte, ich frage mal den Jungler. Ne? Geh Midlane. Schade, ich habe zu früh geultet. Aber wir haben ihn trotzdem. Nice. Ich habe zu früh geultet. Die Ulti macht ja mehr Schaden, wenn die... wenn der Gegner Low HP ist, gell? Ich glaube, hier hätte ich den gar nicht gebraucht. Das ist auch so dead. Ich habe leider nicht mehr so viel Manas. Vielleicht können wir den nochmal connecten, den Herald. Ja. Ich brauche unbedingt einen Mana-Buff. Oh, der ist nicht da. Ich habe keinen Mana. Ich muss hier basen. Oh, 15 AP, egal. So. Ja, den Cloak will ich eigentlich nicht. Ich werde jetzt noch kurz warten, Stab holen. Und dann hole ich einen Mana-Buff. Ich habe keinen Watchtime-Command hier. Sorry, ich habe sowas nicht. Okay, das sieht nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ob die Top reinpushen wollen. Na gut, kriegst du Ignite. Da, 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 da. Sehr gut. Dann renne ich mal GT. Okay, Gegner hat aufgegeben. Der Veigar war einfach zu böse, diese Runde. Die haben keinen Bock mehr gehabt. Oh, der Veigar, der ist so geböllert. Holy moly. Hm? 20.000. Wie viel Gold hatten wir? 15.000 Gold. Junge, Junge.